Moin Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Die wilde Fahrt geht weiter, liebe Leute. Wir haben. Wir müssen nach Hamburg. Wir haben Auftrag. Schafswolle, Leute. Gar keinen Bock drauf. Aber nützt nichts. Erstmal alles hochmachen hier, die ganze Schnodder. Ja. Schafswolle nach Hause nach Hamburg, denn wir müssen ganz schnell nach Hamburg. Denn unser Scania ist fertig, liebe Leute. Unser Scania Schwerlastgeschütz ist fertig. Erstmal. Also es wird noch ein bisschen was. Ach, Krieg, halt doch das Maul, du. Wieso ist das Fenster nicht auf? Es wird dann noch ein bisschen was dann passieren, äußerlich. Aber erstmal ist er fertig. Da müssen wir hin, denn ich habe eine Tour. Also das gibt heute die Polder alles. Ich wollte eigentlich einen von meinen Fahrern losschicken, aber nee, komm, die erste Tour, ihr wisst selber. Atze, ganz ruhig. Genau. Die erste Tour. Nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Hier in der Grede. Kalle lauert schon. Sie haben ihr Ziel erreicht. Kalle! Moin! So, das war Schafswolle, ne? Ja. Dor. Ach denn. Oh, das stinkt, du. Das stinkt. Jetzt wollte ich Fenster aufmachen, genau. Womit wir denn? Ach du. Easy. Und den habe ich verrissen. Den habe ich auch richtig verrissen. Na, ja, kann noch was werden. Oh, Bolle, Mann, Alter. Das hast du aber vorher schon gesehen, du. Meine Güte. Jedes Mal. Das sieht sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Boah! Oh! Mm. Mehr sage ich nicht, Leute. Mehr sage ich nicht. Also, das ist ja wohl. Ne? Mehr brauche ich wohl nicht sagen, oder? Was bist du denn jetzt? So. Also, darauf finden jetzt erstmal. Nee. So, wenn überhaupt dann nur Country. Oh, ist auch ein hübscher, wa? Habt ihr da oben schon was gesehen? Oh, was sehen wir denn da? Oh, was sehen wir denn da oben? Da reden wir gleich drüber. Wir wollen ihn hier beladen. Was kümmere ich mich eigentlich aus? Mir ist scheißegal, wie die mich überladen wollen, oder? Mal ganz ehrlich. Interessiert mich doch gar nicht. Was wollt ihr? Achso, mit dem Hubwagen rauf und dann mit dem. Achso, das dauert länger oder was?
Super. Na gut, dann können wir ein bisschen. Erstmal können wir das ein Screeny Nanini machen. So. Die kann runter. Die kann runter. Das kann ich alles von außen schalten, wollte ich gerade sagen. So. Der wollen wir rein in der Olga. Und dann können die mal wegen anfangen zu arbeiten. Und wir reden mal über ihn hier. Oh, geht das schon wieder los. Alter. Hä? Ach so. Da habe ich mir gedacht, dass das wieder verzogen ist. Nur aber. DG-Trans, Leute, X-Domi, liebe Grüße gehen raus, der macht so schöne LKWs, baut er sich auf. Das ist jetzt einer von, ich weiß gar nicht wie vielen. Unter anderem ist er an einem Volvo dran, das er jetzt momentan am Scannen gerade. Dann hat er den AJL, dann, oh, na ja, gut. Dann ein Oldschool Volvo, den F. Oh, leck mich am Arsch, Domi, verzeih mich, den Namen. Ich hab die Bezeichnung vergessen. Ich glaube, ein 88? 80? Ich weiß es nicht mehr. Und an einem Torpedo, und ich muss sagen, für mich, was das Customizen angeht, einer der Vollprofis. Dann sag ich euch, wie es ist. Finde ich mega geil. X-Domi, Grüße gehen raus an dieser Stelle, mein Freund. Immer wieder gern. Deswegen. Heute einer, der mitfährt. Gefällt mir sehr, sehr gut die Arbeit, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann machen wir jetzt ein kleines Heierchen oder was machen wir jetzt hier? Ja, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn das irgendwann mal fertig ist. Denke ich mal, sehen wir uns wieder. So, das ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Perfekt. Wunderbar. Also Abfahrt. Kalle, mach dir weg, du. Mach dir weg. Ach du Scheiße. Okay, das geht aber noch. Jetzt links abbiegen. Oh, machen wir. Oh, richtig gut. So, Feuer frei. Straßenverlauf folgen. Das werden wir tun. So, es ist schon 5:30. Nee, hier noch nicht. Jetzt ist es schon 5:30 und dann soll er noch los. Das wird brutal. Glaube ich einfach mal. Das wird heftig. Aber na gut, nützt ja nichts. Schwer das Geschäft rein will, ne? Der muss auch mal ein bisschen, kann schon mal nicht sagen, ein bisschen Leistung, ein bisschen, ihr wisst schon, ne? Da muss auch mal, ne? Wisst ihr, was ich meine? Oh. Oh.
Griegel. Jetzt rechts abfahren. Hamburg, meine Perle. Oh, du wunderschöne Stadt. Du bist mein Zuhause. Du bist mein Leben. Du bist die Stadt, aus die ich komm. Aus die ich komm. Er ist ja ein Skanianer. Nichts mehr in meinen. Nein. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Na, Herr Meter? Hat sich gepackt. Irgendwann kriegen wir sie alle. Thank you.
Wir hat er uns da weggeschickt, ne? Ja. Ach du Scheiße! Über Ki. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Oh, Leute, ja, dann kann ich ja den Kunden erstmal anrufen, dass das wohl nichts mehr wird heute. Alto Bello. Da habe ich ja gar nicht drauf genommen. So kann man das machen. Dann läuft er noch mit dem Nachbarn. Bulli hat Feuer gemacht, sehe ich gerade im Discord. Schönes Feuer, Bulli. Oh, ist das nicht geil, Leute? Feuer machen ist das Schönste, was es gibt. Also ich komme ja auch vom Land und da gehört ja Feuer machen gehört ja dazu wie zum Mittagsschlaf. Also wenn da kein Feuer macht. Und ich sehe das gerade. Herrlich. Herrlich. Mega. Im Discord sehe ich das gerade. Wer Bock hat in Discord? In der Kanalinfo bei mir ist der Discord-Link. Könnt ihr gerne reinkommen. Wenn ihr reinkommt, schreibt kurz, wie, warum, weshalb. Name, Alter, Kontonummer, Bankverbindung. Ihr wisst schon Bescheid. Mit PIN. Aber PIN privat an mich dann. Ne? Weiß Bescheid. Seid herzlich willkommen. Aber das hat sie nichts gesagt, ne? Die Schlampe. Hat sie einfach mal gar nichts gesagt? Hätte ich jetzt nicht geguckt, wäre ich gerade ausgefahren, wäre morgen erst zu Hause gewesen. Sie hatte. Der hat. Nein, die hat nichts gesagt. Gar nichts, oder? Also, falls ihr das mitbekommt, schreibt mal bitte rein. Aber ich meine, sie hat nichts gesagt. Dann noch Lars. Rechts abbiegen. Ja, das werden wir tun. Schönen, schönen Tanker, du, schönen Tanker. Ja, die Schwerlastgeschichte habe ich momentan zwei Kunden. Und die hätte ich auch durchgehend. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so verhält. Aber ich habe da richtig Bock drauf, ne? Schönen Dayblader. Tiefbett, Vierachser. Und ich kann ihn langziehen. Für auch mal längere Frachten. Also, das ist schon ein schönes Ding. Ja, Scania NGT Torpedo. Vierachser. 8x2. Rechts fahren, 8x4. rechts abbiegen. Richtig geil. Richtig Jetzt geil, rechts Leute. abbiegen. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück. So was Blödes, ehrlich. So was Sende. Oh, guck mal hier. Ui, Memo. Junge. Was fährt denn der Träger jetzt mal? Was hat er denn Warnblinker an? Also hier in Kiel haben sie da alle am Dach, oder was?
60, 60 kann ich fahren. So weit würde ich denn. Oh. Wo soll man denn dann halten hier, ne? Man kennt ihn in aller Echten. STVO hier gespeichert, hier. Ne? Weiß Bescheid. Ja.
Schalter schalten. Oh. Ach, da habe ich die drauf, okay. Ziel erreicht. Der Binford, der verrückte Hund, der hat übrigens, da müssen wir hin, der fällt mir gerade noch ein, wo ich runtergeschaltet habe, Alter, der hat neue Features in sein Elgato Stream Deck reingehauen, du bepisst dich vor Lachen, Leute. Gebt mal bitte bei YouTube ein, lustiger Scania-Fahrer. Guckt's euch an. Und dann guckt Binfords letztes ETS-Video. Mehr sage ich nicht. Binford ist übrigens auch bei mir verlinkt. Mensch, geh auf hier, genau wie alle anderen. Ja, macht das. Geht da rein, guckt's euch an. Es ist so geil. So, hier werden wir so aber nicht lange fackeln, Leute. Ich reinklemme das ab und dann sind wir wieder unterwegs. Bis gleich. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist doch alles ein bisschen später geworden. Es ist Dienstag mittlerweile. Es gab da so ein paar Probleme mit der Werkstatt. Unter anderem haben die mir Scheinwerfer eingebaut, die ich gar nicht haben wollte. Das muss auch geändert werden. Ja, es ist noch nicht so, wie es sein soll, aber... Aber es ist schon geil, so wie er aussieht. Ich werde nicht lange schnacken, ich zeige ihn euch mal. Man hört ihn auch schon im Hintergrund, da ist er. Und die gelben Scheinwerfer, die wollte ich definitiv nicht haben. Und das ist nicht meins. Wenn, es ist, also ich finde es schon geil, aber wenn, dann hätten die normalen Scheinwerfer auch gelb sein müssen. Ja, Leute, das ist das gute Stück.
erstmal, so sieht er erstmal aus. Wir haben auch ein bisschen Randale am Start. Vorne und oben sehen wir die Rundumleuchten. Also ich... Ja, Licht haben wir. Licht haben wir. Sehr, sehr schön. Ja, mir ist natürlich gerade mein Tablet ausgegangen. Das heißt, wir haben keine Synchro mehr. Ihr hört's. Ach du Scheiße. Das ist ein Dayblower, der Ole Hunde. Vierachser. Ich finde ihn einfach nur geil. Oh, schön mit Blitzer, so muss das sein. Traumhaft. Traumhaft. Ja, der Kunde, zu dem wir eigentlich wollten, der ist aber gar nicht enttäuscht, weil der kann das verstehen, wenn es Ärger gibt mit der... er weiß ja selber, wie es ist, wenn man LKW fertig machen will und das funktioniert nicht so. Dann, ja, alles gut. Kein Stress, hat er. Er konnte die Fracht weitergeben. Wir haben aber einen weiteren Auftrag von ihm, was ich sehr, sehr geil finde, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Lenkrad Standard. Also hier drin wird auch noch einiges passieren, ist klar. Das ist noch nicht all hier. Man kennt die Oldschool Baseballschläger, der aller echte Oldschooler. Ist mit am Start. Da hinten schön Butterbrot, Bitterken. Da, der aller echte, man kennt ihn. Und natürlich. Warte mal. Egal, so. Ist das jetzt noch an oder ist das jetzt nicht mal an? Moment. Doch, ist an. Das ist echt O? Ja, tatsächlich. Gut. Es ist, wie es ist. So. Wir bleiben auch nicht so kurz, wie unser Tiefleiter ist. Wir müssen den gleich langstellen. Aber irgendwie muss ich jetzt erstmal das Lenkrad... Oder... Ja, so ist besser. Sitze ich eigentlich so richtig? So. So. So schön. Gut, Leute. Machen wir erstmal Lifty. Lift hat man auch nur. Ach, ich dachte, der braucht dann auch Lift, aber hat er gar nicht. Na gut, brauche ich auch nicht. Wir fahren zur Firma Bögel. Jetzt rechts abbiegen. Oh, wie schön er mitlenkt. Ich hätte gar nicht so. Jetzt links abbiegen. Links abbiegen. Na, irgendwas kann doch mit dem Getriebe hier nicht stimmen, oder? Jetzt links abbiegen. Da müssen wir aber nochmal in die Werkstatt. Ja. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Jetzt müssen wir das Ding erstmal in die Länge ziehen. Upala. Das machen wir hier auch am besten gleich. Na. Wo ist denn das da? So. Ich war noch gar nicht da. Mensch, ich war noch gar nicht da. Ich lasse da über die Straße hängen. So, dafür müssen wir hier. Und jetzt gehen meine Sounds nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Gut, bis gleich, Leute.
Ja, Leute, ausgezogen haben wir das Aas. Denn wir haben auch eine saftige Fracht bekommen. Eine dicke Raupe soll man mitnehmen. 39 Tonnen, alter Schwede. Wahnsinn. Gut. Wir gehen erstmal rein. Oh, wie soll ich denn da hin? Eieieiei. Mal gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich müssen wir sich nochmal zusammenziehen, um da rumzukommen. Mal gucken. Ja, läuft doch wunderbar. Wunderbar. Easy. Easy. Gar nichts los. So, Scheibe runter. Spätestens danach müssen wir, glaube ich, in die Werkstatt. Weil das ist sehr, 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 sehr kurz untersetzt. Wie, passt noch nicht. Hallo? Echt nicht? Okay. Okay. So, nur aber. Dann lad auf den Mist. Und dann gehen wir gleich mal raus, gucken uns das an. 39, 40 Tonnen, war der Schwede. Dann machen wir gleich noch ein Screening an ihn. Wow, Baby, Alter. Mit Spanngurten. Ja, moin. Erstmal die Raupe schon mit Spanngurten festgemacht. So macht man das heutzutage. Man kennt ihn. Den allerechten. Scheiß die Wand an. Geil. Ja gut, wenn das so ist, ist das so, ne? Dann kannst du nicht ändern. Also ich kann es nicht ändern. Alter Schwede. Wahnsinn. Die Zielführung wurde gestartet. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fahren los. Scheiße. Dann machen wir den mal hoch. Was haben wir denn? Wir haben, ja, 2 Stunden. Gut, mit der Fracht vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken. Oha. Ach, hier habe ich den gar nicht drin. Ach du Scheiße. Ja, Mäuschen. Wenn du das möchtest, werden wir das auch tun. Oh, Kalle, du lässt mich aber mal hier ein bisschen ausscheren, ja? Oh, er ist geil. Er sieht, was Phase ist. Richtig gut, Junge. Danke. Drin. Denn wir sind
ich zauber mal ganz kurz. Denn das funktioniert nicht. So Leute, wir waren in der Werkstatt, daraufhin habe ich mir auch gleich. Oh ja. Gleich einmal kurz die gelben Scheinwerfer rausbauen lassen und mir die Originalen wieder einbauen lassen. Die lagen ja zum Glück im Auto. Aber jetzt klappt das ja auch mit dem Nachbarn. Boah, Alter, ist das Porno oder was?
Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Nee. Moment. Warte mal. Stehe ich jetzt bremsig? Stehe ich? Gut. Also Leute, da muss ich jetzt aber erstmal gucken, wo er mich lang schickt. Also wenn das jetzt wieder hier über Polen ist, um nach Kiel zu kommen, ich soll da und er will mich aber hier lang schicken. Oder kann ich mich da lang... Warte mal. Wo will er mich jetzt lang schicken? Er will doch hier, dass ich rechts abfahre, oder was? Genau. Nach Hamburg zurück. So, dann würde ich da fahren. Könnte hier runter. Könnte hier... Ja, dann würde ich wieder da. Ich komme da aber nicht lang. Ja, Digga, das bist du bekloppt. Ich fahre doch jetzt nicht. Das... Nee. Also... Nee. Dann seid ihr es, wie es ist. Jetzt ist die Kamera, jetzt ist der Akku von der Kamera noch leer. Alter, jetzt, also jetzt läuft's perfekt, würde ich sagen. Wir nehmen jetzt erstmal, nehmen wir jetzt die Ereignisse raus. Das ist bestimmt ein Gameplay, ne? Weil das, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Auftragslänge ist da. Umleitung. Hau ab. Regen bin ich auch kein Fan von. So. Obwohl manchmal kann es auch ruhig ein bisschen regnen. So. So, dann hol ich noch einen schnellen Akku. Bis gleich. So, Leute, war ein Theater. Ich habe den Scheiß jetzt ausgemacht. Also, ich fahre jetzt definitiv nicht nach Hamburg und hast du nicht gesehen. Wir fahren jetzt hier durch. Irgendwie, und gut ist. Wenn das funktioniert. Keine Ahnung. Weil ich. Also, irgendwo ist ja nochmal.
weiß nicht, was damit ist, aber irgendwie haut das nicht mehr so hin wie vorher. Da muss ich noch mal. Man sieht ja nur noch die Scheiße hier von meinem Headset. DPD tatsächlich. Ich werde verrückt. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wollen Sie die Raupe hier im Paket packen und dann, wie wollen Sie die denn? Ach du Scheiße, Alter. Wie machen wir das denn jetzt? Geht das, was ich jetzt vorhabe? Mal gucken. Bitte. Hast
sieht aber noch nicht so schön. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war eine quälende Folge, muss ich sagen. Diesmal also war sehr, 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 sehr Kaugummi, würde ich sagen. Langgezogen wie ein Kaugummi. Obwohl, ich glaube, ich will noch mal von draußen gucken. Genau. Das würde ich gerne noch mal sehen. Aber von draußen, wie er bling bling macht, der Kleine. Der kleine Hübsche. Klappt der gut. Oh ja. Das ist schon geil. Also das finde ich schon, schon schön. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Rein und bis zum nächsten Mal. Euer Ton seid ihr. Bollemann.